Heilbronn. Hier an der Theresienwiese begehen Rechtsterroristen des NSU am 27. April 2007 ihren vermutlich letzten Mord. Die Tatzeit 14 Uhr, mitten am Tag. Der Tatort, ein Parkplatz, gut einsehbar für Passanten. Das Opfer? Diesmal eine Deutsche. Die 23-jährige Polizeibeamtin Michelle Kiesewetter. Wie kaum ein anderer NSU-Mord wirft diese Tat bis heute Fragen auf. Die Ermittlungsakten legen nahe, dass 5 bis 7 Personen unmittelbar an der Tat beteiligt gewesen sein müssen. Warum die Ermittlungsbehörden hier entsprechende Hinweise ignorieren, kann ich Ihnen nicht beantworten. Für die Bundesanwaltschaft hingegen scheint der Fall geklärt. Michelle Kiesewetter wird in der Anklageschrift zum Zufallsopfer des NSU, um die Ohnmacht der Sicherheitskräfte gegen den NSU-Terror zu belegen. Sie sieht keinerlei Anhaltspunkte, dass mehr als 2 Personen an der Tat beteiligt waren. Wieder stellt die Behörde die Zwei-Täter-These über die Aussage von Zeugen. Und dabei gab es zahlreiche Menschen, die der Polizei nach der Tat Angaben machen konnten und die als glaubwürdig galten. Es gibt unabhängig voneinander gemachte Zeugenaussagen, nach denen man mindestens 2 blutverschmierte Männer panisch hat fliehen sehen. Und zwar in südlicher bzw. südwestlicher Richtung auf der Theresienwiese und weiter nach Süden, die dann von 2 Autos aufgegriffen und ihnen zur Flucht verholfen worden ist. Nach Phantombildern und nach anderen Informationen können dies nicht Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gewesen sein. Und das ist etwas, was in der Anklageschrift ja im Grunde überblendet wird. Ginge es nach der Heilbronner Staatsanwaltschaft, wären diese Zeichnungen nie veröffentlicht worden. Eine Haltung, die der Generalbundesanwalt bis heute teilt. Ein Grund? Die Phantombilder zeigen kaum Ähnlichkeit mit Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, das heißt dem NSU. Mitglieder des früheren Bundestagsuntersuchungsausschusses aber gehen längst von mehr als 2 rechtsterroristischen Mördern aus. Aus meiner Sicht haben wir sehr, sehr viele Indizien, sowohl in der Propsteigasse als auch beispielsweise in Heilbronn, wo wir viele Zeugenaussagen haben, die ganz klar sagen, dass es nicht nur 2 oder 3, sondern deutlich mehr Täter gewesen sein können. Das Umfeld um den NSU ist noch nicht ausreichend geklärt und auch die Mittäterschaft anderer ist aus meiner Sicht noch deutlich offen, sodass man hier ein Netzwerk sehen muss. Doch für ein Netzwerk sieht die Bundesanwaltschaft keinerlei Anhaltspunkte. Alle Ermittlungen würden die Zwei-Täter-These bestätigen. Und wer anderes behauptet, gilt Deutschlands obersten Ermittlern als wenig seriös. Diese sogenannten Experten stützen sich auf Zeugenaussagen über bestimmte Auffälligkeiten im Stadtgebiet von Heilbronn am Tattag. Diese Aussagen sind aber nicht beweiskräftig, weil sie in sich widersprüchlich sind und keinen Bezug zum NSU haben.